Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Väter, liebe Brüder und Schwestern, wie ich bald gestern bei der ersten Paraklisi, der Bitt- und Dankandacht der Gottesmutter, gesagt habe, wollen wir in diesen Tagen, nicht jeden Tag, aber immer wieder aus dem Leben der Gottesmutter etwas betrachten, aus dem Heiligen Evangelium, um anhand der Worte, der Taten und der Gottesmutter unseren Weg zu unserem Herrn Jesus Christus zu gehen. Zuallererst aber als kleine Einführung, warum fange ich jetzt an, doch öfters kleinere Homilien zu halten. Es gibt auch schon Fragen, die gestellt wurden, die dann einzeln auch demnächst behandelt werden. Ein bisschen Geduld. Warum beginnen wir das jetzt überhaupt ein wenig intensiver? Denn Predigten, schlechtere und noch schlechtere von mir habt ihr schon genügend auf dem YouTube. Aber warum jetzt doch, habe ich mich aufgerafft, das Medium noch ein wenig mehr zu nutzen. Weil, auch wenn ich schon älter bin, mich jetzt mal aufgemacht habe, im YouTube und im Internet zu schauen, was es da alles an deutschen Dingen gibt, über die Orthodoxie. Da gibt es wunderbare Dinge, sehr, sehr schöne Dinge. Aber es gibt auch großen Unfug, besonders von jenen, die die Orthodoxie verlassen haben und dann sich bestimmten, ja, ich will nicht sagen fanatischen protestantischen Gruppen angeschlossen haben, um ein bisschen feinfühlig zu bleiben, aber sehr eifrige Gruppen angeschlossen haben und nun durch die YouTube-Welt geistern und meinen mit ihrem Gift, welches sie gegen die Orthodoxie und damit gegen unseren Herrn Jesus Christus verspritzen, junge Leute vom Glauben abbringen zu können. Ähnliches gibt es auch vom Islam her. Und ich habe da ein Beispiel vor Augen und deswegen beginnen wir auch mit Themen zur Gottesmutter. Der behauptet, obwohl er orthodoxer Christ einige Jahre wohl war, wir Orthodoxen würden die Gottesmutter anbeten. Und das versucht er auch zu begründen mit allem Möglichen. Nur entweder er hat es nie gelernt, oder er wollte es nicht wissen, die Orthodoxie, und das gilt auch übrigens für die katholische Kirche, betet die Gottesmutter nicht an. Wir beten nur unseren Herrn Jesus Christus, wir beten nur die heilige Dreiheit an, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dass das ein für alle Mal für uns Orthodoxen geklärt ist, hört nicht auf so einen Unfug, denn mancher junge orthodoxe Christ könnte vielleicht, wenn er das hört, ins Zweifeln kommen, besonders weil wir eben unsere Verneigungen vor dem Bild der Gottesmutter machen und auch der Heiligen, weil wir sie küssen, weil wir sie verehren, könnte natürlich, wenn man so eine Stimme hört, denken, der junge Mann hat recht. Aber er hat in diesem Punkt und in unzähligen anderen Punkten und auch andere überhaupt nicht recht. Die Orthodoxie ist rechtgläubig seit Zeiten der Aposteln und kann daher keine Irrlehre verzapfen. Und eine Irrlehre wäre es, wenn unsere Kirche sagt, betet die Gottesmutter an. Nun, wir stehen in der Vorbereitung auf die Entschlafung der Gottesmutter. Und als ich das eben in YouTube gehört und gesehen habe, dachte ich, es wird Zeit, dass wir doch unsere Stimmen erheben. Ich habe eine kleine, unwichtige Stimme, aber auch ich will meinen Teil dazu beitragen, weil mein Leben lang habe ich die allheilige Gottesgebärin geehrt und geliebt, aber nie angebetet, und daher wird es Zeit, dass wir auch gerade unseren jungen Leuten, aber vielleicht auch älteren Gläubigen, Handwerkszeug geben, damit die Menschen verstehen, die Orthodoxie betet weder die Gottesmutter, noch die Engel, noch die Heiligen an, sondern wir verehren sie. Und im Laufe der Zeit werden wir auch sehen, warum es gut und richtig ist, und wir werden es im zweiten Vortrag erleben, sogar ein evangelisches Gebot ist, die Gottesmutter zu preisen. Da mögen so manchen fanatischen Gruppen die Zähne ausfallen, aber es ist so. Und wir werden es sehen. Und all diese Vorträge sind getragen vom Geist der heiligen Apostel im Evangelium und von den heiligen Vätern, die ihr Leben, ihr Blut gegeben haben oder ihr Lebenszeugnis bis zum Tod, indem sie auf alles verzichtet haben, um allein Gott und seinem kostbaren Leib der Kirche zu dienen.
Und das sollten auch wir alle versuchen. Nun, das als kleiner Vorspann, um die Motivation zu verstehen. Hier geht es nicht darum, dass wir irgendwelchen Menschen ihre Freiheit nehmen wollen, ihnen irgendetwas aufschwätzen wollen, so wie der billige Jakob am Markt. Aber wir wollen all denen, die es interessiert, zeigen, was wir wirklich glauben. Und wer dann immer noch meint, seinen Schmutz verbreiten zu müssen, der soll es tun. Eines Tages steht er vom Throne Gottes und wird auch Rechenschaft geben. Unsere Gebete begleiten ihn, dass er einen milden Gott vor sich haben wird. Aber das ist sein Problem, nicht meins. Nun zum ersten Teil. In den Evangelien, besonders bei Lukas, wird berichtet von der Verkündigung des Herrn, Verkündigung Mariens, so ist es im Westen als Namen gegeben. Wir sagen im Griechischen Evangelismo, die frohe Botschaft. Wir kennen alles die Szene, es kommt der Erzengel Gabriel zur Gottesmutter, er begrüßt sie, sie erschrickt, er sagt, fürchte dich nicht. Und es kommt zum Gespräch und du wirst deinen Sohn empfangen, man wird ihm den Namen Immanuel geben. Die Gottesgebärerin, sie fragt zurück, wie soll das geschehen? Ich erkenne doch gar keinen Mann, ich habe keinen Mann erkannt. Und er wird sagen, Gabriel, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und wir alle kennen die Antwort der Gottesmutter, Maria. Ja, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und wir könnten uns alle anderen Homilien, Vorträge sparen über die Gottesmutter. Dieses eine Wort bezeugt den großen Glauben und die große Würde der Gottesmutter. Sie ist einfach nur gehorsam. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und denken wir später, jener Sohn, der dann geboren wird, der dann wirken wird, im großartigen Gebet des Vaterunsers, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Hier liegt der große Verdienst der Gottesmutter, indem sie freiwillig Ja sagt. Nun, da gibt es aber auch einen Vorbereitungszeitraum. Denn wenn die Gottesmutter nicht vorbereitet gewesen wäre, wie hätte sie die Botschaft des Erzengels verstehen können? So etwas Unerhörtes, so etwas Unbegreifliches. Da kommt einer wie ein Blitz vom Himmel und erzählt mir so etwas und ich habe vielleicht eine ganz andere Lebensführung vor, bin ganz anders geprägt, möchte eigentlich gar nicht so ein Leben führen. Ein solcher Mensch könnte gar nicht so einfach Ja sagen. Die Gottesmutter aber, liebe Brüder und Schwestern, auch ohne unbefleckte Empfängnis, die wir ja nicht glauben, war vorbereitet. Sie hatte heilige Eltern, Anna und Joachim. Anna aus königlichem Geblüte, Joachim aus priesterlichem Geblüte, Aarons. Beide sehr alt, vom Fluch der Unfruchtbarkeit getroffen, sie litten sehr darunter, denn gerade auch für den Priesterstand war das etwas Furchtbares. Aber auch deren beiden Glauben war sehr tief und sie waren immer geprägt von diesem Glauben an Gott, dass was er tut, gut ist. Im Laufe der Zeit aber haben sie erkannt, jetzt sind wir alt, wir kriegen keine Kinder und jeder wollte sich zurückziehen. So wie es bei uns im Osten, in unseren Kirchen ja heute noch oft der Fall ist, dass wenn die Eltern ihre Kinder erzogen haben, wenn sie erwachsen sind, ihr Leben führen, so manche sich zurückziehen ins Kloster. Die Frau in ein Nonnenkloster, der Mann in ein Männerkloster. Ich kenne einige solcher Fälle, um dann ihr Leben ganz Gott hinzugeben, denn sie haben ihre irdische Aufgabe ausgefüllt. Joachim und Anna waren nun solche Menschen, geprägt vom Kreuz und doch von Gott vertrauen. Joachim zog sich zurück und Anna, und dann kommt die erste große Überraschung. Der Engel kommt und sagt, nein, nein, Gott hat euer Gebet erhört, ihr kommt zusammen und ihr werdet ein Kind haben. Erschrocken wohl, kann man sich denken, über diese Nachricht des Engels kamen sie zusammen. Die Väter sagen uns, ohne Hedonismus, das heißt ohne Leidenschaft,
Kann man sich vorstellen, in dem Alter wird wohl kaum noch irgendwie jetzt große Leidenschaft gewesen sein. Aber es war gleichsam ein Gebot Gottes. Und siehe da, was niemand gedacht hätte, die Anna kam nieder und gebar die Gottesmutter Maria, ihre Tochter Maria. Und es war beiden klar, dass sie dieses große Geschenk nicht für sich bekommen haben. Sie waren schon alt. Sondern dass es ein Geschenk Gottes war, wohl an Gott und wir können heute sagen, an die ganze Menschheit. Und daher gaben sie das Kind mit 3 Jahren ungefähr in den Tempel. Das wird heute auch von vielen modernen Theologen nicht mehr geglaubt. Nur Klammer auf, wir glauben das weiterhin. Wir sind nicht abhängig von irgendwelchen Theologen, die neue Erfindungen machen, sondern unser Glaube ist 2000 Jahre alt und verbürgt durch die Väter. Sie lebte dort doch relativ lange, bis sie sozusagen langsam Frau wurde. Die erste Zeit lebten wohl Anna und Joachim noch. Sie konnten sozusagen ihre Tochter in den Tempel begleiten. Im Tempel lebte sie aber im sogenannten Allerheiligsten. All die Jahre. Dort, wo keiner hin durfte, nur der hohe Priester, Festtag, um zu Weihräuchern das Opfer darzubringen. Dort lebte sie. Und jetzt wird jeder fragen, von was lebte die Gottesmutter? Von Luft und Liebe? Könnte man beinahe sagen. Luft hatte sie im Tempel und die Liebe zu Gott hatte sie auch und die Liebe Gottes hatte sie noch mehr. Aber nein, die Liebe Gottes sorgt für den Menschen und so bekam sie täglich ihre Ration Brot in den Tempel gebracht. Als sie aus dem Tempel herauskam, war sie geprägt. Sie war vorbereitet auf jeden Augenblick, als der Erzengel Gabriel kam. Sie wollte jungfräulich leben. Sie lebte im Tempel. Das war ihr Ideal. Ihre Liebe zu Gott, man muss sich vorstellen, so viele Jahre, knapp 10 Jahre oder ein bisschen mehr, lebte sie nur im Tempel, ganz allein für ihn. 24 Stunden, 12 Monate des Jahres. Wer von uns könnte das? Kein Mensch. Unsere Liebe zu Gott ist so klein. Aber die Liebe der Gottesmutter, als kleines Mädchen eingeführt, geprägt durch die Liebe der heiligen Anna und des heiligen Joachim zu Gott, sie konnte es. Mit Gottes Gnade natürlich. Und in dieser Zeit reifte sie, um die Braut des Heiligen Geistes zu werden. Und als daher der Erzengel Gabriel kam, und ihr diese Botschaft brachte. Natürlich fragte sie, wie soll das geschehen? Ich bin Jungfrau und ich werde Jungfrau bleiben. Keine Frage. Aber sie hat erkannt, da kommt ein Bote Gottes. Und wir dürfen annehmen, die Tradition sagt es uns, er war es, der täglich ihr das Brot brachte. Er war kein Fremder. Und jetzt kommt er plötzlich, bringt nicht ein Brot, ein irdisches Brot, damit sie leben kann. Sondern, wie wir heute wissen, er brachte das himmlische Brot. Christus, den wir jeden Tag oder jeden Sonntag oder ab und zu, je nachdem, wie es der geistliche Vater für gut empfindet und erachtet, in der heiligen Kommunion zu uns nehmen. Also, so fremd war es nicht. Aber als der Erzengel vor ihr stand, dieser Große, und sie erkannte, irgendwas ist jetzt, natürlich, in diesem Moment ist sie nicht erschrocken in Angst, in Ehrfurcht. Jetzt muss was Besonderes sein, das tägliche Brot habe ich. Jetzt muss er mit etwas Besonderem kommen. Und so war es. Und er brachte ihr diese unerhörte Botschaft. Und sie fragt, wie gesagt, wie soll das geschehen? Und er sagte, eigentlich müssten wir so sagen, kümmere dich nicht drum, der Heilige Geist wird dich überschatten. Gott macht es. Und da war für die Gottesmutter nur ein Wort möglich. Es geschehe, wie du gesagt hast. Und wir werden sehen, in den nächsten Ansprachen der Gottesmutter, wird dieses Wort uns öfters noch verfolgen, mehr oder weniger sogar wörtlich. Darum geht es in unserem Leben. Und wenn das die Botschaft der Gottesmutter ist, wie wir es jetzt heute im ersten kleinen Vortrag gesehen haben, dann verstehen wir, dass die Kirche von Anfang an die Gottesmutter verehrt hat. Die biblischen Wurzeln werden wir noch erforschen. Und
Der Begriff Gottesgebärerin, den wir in der orthodoxen Kirche normalerweise benutzen, er stammt aus dem Mitte des 5. Jahrhunderts und Konzil von Ephesus. Übrigens am 31. Juli war es geschlossen worden, wo man gegen Nestor und die anderen Irrlehrer vorgingen, also die Kirche vorging, weil die gesagt haben, nein, sie ist nicht Gottesgebärerin, sie ist Christusträgerin, Christusgebärerin. Aber die Kirche schon damals hat gesagt, nein, sie ist Gottesgebärerin. Und von diesem Tag an, weil die Väter, die heiligen Väter, auf dem Evangelium stehend, das begründet haben, glauben wir es bis in alle Ewigkeit. Gottesgebärerin, sie hat Gott geboren. Nicht irgendeinen Menschen, den Gottmenschen, wahrer Gott und wahrer Mensch, aber eben wahrer Gott hat sie geboren. Und es sind jene Väter, also 431, nagelt mich nicht fest, aber nur 431 war dieses Konzil von Ephesus. Wenn man so bedenkt, wenig, der heilige Kirill war der Anführer mit dem damaligen Papst, seinem Legaten. Der Papst war zu weit weg, der konnte nicht nach Ephesus und so weiter kommen. Aber er hat seine Legaten geschickt gehabt. Also die ganze Kirche, damals hat das angenommen, Kopten, alle, die damals sozusagen in irgendeiner Form vielleicht nicht direkt anwesend waren, aber irgendwo haben sie es dann alle angenommen im Laufe der Zeit, mit Ausnahme einiger heute nicht mehr sehr großen Gemeinschaften im persischen Raum, die glaube ich gibt es heute gar nicht mehr. Also dieser Begriff der Gottesgebärerin, auch im Westen sehr geglaubt, hat dazu geführt, dass ab diesem Jahrhundert überall die Marienkirchen in die Höhe schossen, die großen Kirchen, Maria Maggiore in Rom, die große Marienkirche, für mich eine der schönsten Marienkirchen überhaupt. Wenn man reinkommt und sieht diese Liebe, die man der Gottesmutter gegengebracht hat, in diesem Schmuck und in den Details und so weiter, um diese große Ikone der Gottesmutter. Natürlich auch in Placerna später, in vielen Kirchen des Ostens. Also damals wurde diese Verehrung der Gottesgebärerin sehr gefördert. Einfach darum, nicht weil man Maria anbetet, sondern weil man die Bedeutung nun richtig herausgestellt hat. Wenn man das richtige Bild von Christus will, kommt man an der Gottesmutter nicht vorbei. Und es ist auch klar, was ist der Sohn ohne die Mutter? Natürlich auch ohne den Vater. Aber die Mutter gebärt ihn. Kann man sich vorstellen, dass ein Kind keinen Bezug zur Mutter hat? Dass es nicht von der Mutter geprägt wurde? Undenkbar. Das heißt, wer Christus sieht, sieht auch die Erziehung zum Beispiel der Gottesmutter an ihm. Er sieht auch nämlich in der Gottesmutter die Erziehung ihres Sohnes. Denn unser Herr, wie gesagt, im Tempel hat sie geprägt. Unser Herr Jesus Christus ist Gott. Also er war auch schon vorher. Das mal so weit zu einigen deutschsprachigen Mohammedanern, die dann eben behaupten und aggressiv fragen oder spitz fragen, wo denn Christus je gesagt hätte, er sei Gott. Ich habe gesagt, denke ich mir, na, wenn er Deutsch könntet, noch besser Griechisch natürlich, ne, im Urevangelium, aber wenn er Deutsch könntet, wisst ihr es, wo er sagt, bevor Abraham war, bin ich. Das kann nur Gott sagen. Dazu kommt noch der alte Name im Alten Testament, ich bin der ich bin. Sogar der Name Gottes, ich bin, wird verwandt. Und zwar nicht als Zeit, sondern als Tatsache, ich bin. Bevor Abraham war, das ist die Zeit, Vergangenheit, bin ich. Also ganz klar. Also unser Jesus Christus hat auch seine Mutter schon im Tempel geprägt. Er wusste doch schon längst, dass er in ihr als Mensch geboren wird. Wenn wir das bedenken, wird uns klar, dass in der Tat die Gottesmutter uns vieles, ich will nicht sagen alles, aber sehr vieles zu sagen hat. Und wer die Gottesmutter aus dem Neuen Testament herausnimmt, der nimmt Wesentliches heraus. Nicht, weil die Gottesmutter wesentlich ist. Aber in ihrem Leben, in ihren Worten sehen wir Wesentliches für das christliche Leben in der Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Natürlich insgesamt zur Heiligen Dreiheit. Das sollte uns immer bewusst sein. Und die nächsten Vorträge, wie gesagt, sollen uns da noch ein bisschen mehr helfen, Werkzeug an der Hand zu bringen. Denn in der Tat, die Welt wird immer durcheinander.
Die Supermärkte religiöse Erfahrung und religiöser Dogmen gibt es ja schon gar nicht mehr, ne? Heute ist ja alles gleich. Aber religiöse Erfahrungen und Theorien wird auch immer interessanter. Und da ist unsere Jugend, aber auch unsere Erwachsenen, seien es Griechen, Serben, Rumänen, Antiochener, was auch immer, von unserer orthodoxen Kirche, Bulgaren, ich will jetzt nicht alle aufzählen, sind alle gemeint, in großer Gefahr, sich von solchen Gruppen leiten zu lassen, weil sie ihren eigenen Glauben nicht kennen. Und vielleicht wäre dieser junge Mann, der jetzt im Internet da so rumspringt, ist ja nur einer von einigen, heute noch orthodox, wenn er seinen Glauben gekannt hätte. Denn mit dem, was er sagt, und die anderen auch, outen sie sich, dass sie von unserem Glauben nicht das Schwarze unter dem Fingernagel wissen. Nicht hochmütig. Ich weiß auch nicht alles. Aber das, was sie sagen, wenn sie das nicht gewusst haben, dass das nicht orthodox ist, was sie uns jetzt vorwerfen, dann haben sie nichts vom Glauben gewusst. Dafür können sie vielleicht nichts, wir dürfen nicht urteilen, wir wollen für alle den Segen erflehen. Aber all das wird gesagt, nicht um irgendjemand anzugreifen, sondern um unseren Leuten Futter zu geben. Es spricht jeder jetzt von Spritzen, von Impfungen. Die wichtigste Impfung ist die Impfung des Glaubens. Und daher ist es so wichtig, dass unsere Jugend, unsere jungen Leute besonders, das sind die Zukunft, aber auch die Älteren, viel mehr über ihren Glauben wissen. Und in der Zwischenzeit gibt es auch genügend Bücher, und zwar gute Bücher, über die Leben der Heiligen, über die Lehren der Heiligen, was sie geschrieben haben, was sie gesagt haben. Es gibt aber auch Glaubensbücher, Katechismen. Lest das. Keiner wird vor Gott stehen können und wird sagen, ja, wir haben es nicht gewusst. Heute gibt es das nicht mehr. Es besteht die Möglichkeit. Wenn es mich interessiert, kann ich mich informieren. Und dieser kleine Vortrag heute für euch und die, die es halt sehen wollen, soll ein kleiner Stein, ein Beitrag, ein Mosaiksteinchen sein, damit die Gläubigen wieder fester im Glauben werden. Denn dieses Durcheinander, dieser Supermarkt, er wird immer schlimmer werden, es wird ein Strudel werden, der alles mitreißt, was nicht nied- und nagelfest ist. Und daher müssen wir uns festmachen. Und zwar in Christus, nicht in der Gottesmutter, nicht in den Heiligen, nicht, dass die anderen schon wieder drum herum reden, die das vielleicht jetzt so sehen, sondern in Christus machen wir uns fest, im Gottmenschen, in unserem Herrn Jesus Christus, in der Heiligen Dreieinheit. Das ist das Fundament, das ist das Ziel, das ist unser Glaube. Aber in diesem großen Lebensgebäude haben wir alle Platz. Und ich würde nicht verstehen können, dass ich bei einigen dieser Gruppen der Freikirche dann hingehen kann und die machen Hokuspokus, machen Gebete über Heilung und ich kann nicht zur Gottesmutter gehen. Irgendwo stimmt es ja da nicht. Ne? Also entweder sind die Apostel, die Heiligen auch in der Kirche und können uns helfen und wenn sie es nicht können, können die es schon gar nicht. Versteht ihr? Müsst ihr immer bedenken. Wenn wir die Heiligen ausschließen, die so treu mit Christus gelebt haben, die so innig mit ihm waren, ihr Leben hingegeben haben, die sollen uns nicht helfen können und irgend kommt einer daher, und mir fallen um und sind geheilt. Also, wenn das nicht Plani, wenn das nicht Verwirrung ist, weiß ich nicht. Also, meine Lieben, hört zu, die Zeit des Friede, Freude, Eierkuchen ist vorbei. In Zukunft werden wir immer über diese Themen reden, damit ihr gutes Essen habt, damit ihr euren Glauben leben könnt. Amen. Gottes Mutter möge uns helfen. Danke. Amen.